Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Unter Kanalinfo findest du alle Infos zu meinen Angeboten, auch zu den persönlichen Legungen. Bei diesem Video handelt es sich um eine kollektive Legung. Es kann sein, dass sie auf dich zutrifft, es kann aber auch sein, dass sie nicht auf dich zutrifft. Falls diese Legung nicht auf dich zutreffen sollte, schau dir auch bitte gerne meine Videos zu deinem Mond-, Venus- und Aszendentzeichen an. Auf diesem Wege möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen bedanken, die meinen Kanal abonniert haben und auch abonnieren werden. Für die Unterstützung, vielen, vielen Dank dafür. In dieser Legung werde ich schauen, lieber Krebs, was sich für dich zeigen möchte im Monat Dezember, was für dich wichtig ist. Beruflich oder auch in der Liebe. Oder auch einfach ein Thema, das dich gerade momentan beschäftigt. Oder eins, mit dem du dich auseinandersetzen darfst. Wie gesagt, es bleibt spannend, was sich zeigt. Für dich im Monat Dezember. Unten in der Infobox habe ich euch auch noch alle Karten verlinkt, die ich in meinen Legungen verwende. Falls es euch interessiert, schaut es euch gerne an. Krebs im Dezember 2022, bitte. Ja, jetzt zu Ende des Jahres. Wie gesagt, ich denke, das betrifft allgemein auch alle Sternzeichen. Es wird hier ausgemistet. All das, was man nicht mit ins neue Jahr nehmen möchte, wird im alten Jahr gelassen. Für einige kommt hier im Dezember eine Nachricht. Auf die ihr schon länger gewartet habt. Ihr beobachtet die aktuelle Situation. Ihr beobachtet hier die aktuelle Situation, wie es weitergeht. Ihr schaut da in die Ferne und wir haben hier die Nummer 25 oder auch 7, für wen die Zahlen hier etwas bedeuten. Eine Sache wird hier rund, eine Sache wird abgeschlossen, eine Sache wird dir bewusst bzw. wird verständlich für dich. Du erkennst den Sinn dahinter, lieber Krebs. Das ist eine ganz schöne Karte. Okay, dann schauen wir weiter. Fühlt sich gut an bei dir, lieber Krebs. Wie gesagt, für einige Krebslein hier, die zuschauen, es wird eine Nachricht auf euch zukommen, auf die ihr schon länger gewartet habt. So, Krebs Dezember 2022, bitte. Es meldet sich auch eine Person, auf die ihr schon länger gewartet habt. König der Luft. Einige Reaktionen von dir sind mit der Vergangenheit verknüpft, was einen Herrscher hier betrifft. Es könnte sein, dass du dich aktuell in einer Ehe oder einer Partnerschaft mit einem Löwen befindest. Kann sein, muss nicht sein. Wie gesagt, deine Reaktionen sind vergangenheitsgesteuert. Da ist irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen. Beziehungsweise dein Verhalten ist durch deine Erfahrungen geprägt. Nennen wir es so. Für
für all diejenigen, die es hier mit einem Löwen zu tun haben. Hier geschieht auch bis zu Ende des Jahres eine Karma-Auflösung. Kann sich natürlich auch bis ins nächste Jahr ziehen. Wir haben hier die Welt und am unteren Kartendeck Rat des Schicksals. Es kann sehr gut möglich sein, dass diejenigen, die es hier mit einem Löwen zu tun haben, die wohlgemerkt in einer Ehe stecken, diese Ehe beenden werden, weil euch diese Ehe nicht erfüllt, weil einfach viel zu viel vorgefallen ist, viel zu viel passiert ist. Hier wird eine Tür geöffnet. Womöglich habt ihr euch das auch manifestiert, dieses neue Leben. Ja, und hier drunter schaut mal die Transformation. Wer möchte transformiert werden? Hier möchte ein Wunsch erfüllt werden. Lieber Krebs, es kann natürlich auch sein, dass durch die Portalöffnung hier sich eine Tür für dich geöffnet hat. Eine Möglichkeit, dich noch tiefer mit dir selbst zu verbinden, das ist sehr, sehr schön. Dadurch kommt da bei dir in deinem Leben vieles in Bewegung, kann partnerschaftlich oder auch beruflich sein. Auch im Allgemeinen, vielleicht betrifft das auch die Hobbys bei den ein oder anderen. Hier haben wir die Acht des Wassers. Wie gesagt, hier auch mit dem Besen. Hier werden Sachen im alten Jahr gelassen, die man ins neue Jahr nicht mitnehmen möchte. Für manche, wo es sich um einen Ehepartner Löwe handelt, kann das sein, dass man hier eben ja, diesen Menschen hinter sich lässt, schweren Herzens. Also für mich fühlt es sich sehr, sehr schwer an, wenn ich das hier sage. Wir haben drei der Erde, es wird was Neues aufgebaut. Du baust dir hier dein neues Glück. Die Finanzen werden besser bei den ein oder anderen. Meine Krebslein, bitte ignoriert eure Intuition nicht. Ihr gehört ja dem Element Wasser an. Ja, ihr habt allgemein eine sehr, sehr gute Intuition. Bitte ignoriert diese nicht. Zieht euch zurück. Könnte sein, dass ihr vielleicht auch erkältet seid, sich gewisse Entzündungen zeigen bei euch jetzt in dieser Zeit. Wir haben hier den Teufelskreis, den gedanklichen Teufelskreis. Irgendwie fühlt ihr euch in einer Situation gefesselt und wisst nicht, wie ihr da rauskommt. Bei euch, lieber Krebs, habe ich das Gefühl, dass es sich hierbei einfach nur um Glaubenssätze handelt, die nicht wahr sind. Ja? Diese Glaubenssätze sind nicht wahr und das gilt es zu erkennen. Wir haben hier auch die Karma-Auflösung, wie gesagt, für diejenigen, die hier es mit einem Löwen zu tun haben. Kann aber auch andere betreffen, die es nicht mit einem Löwen zu tun haben. Ja, aber ich sehe hier speziell Löwe, Karma-Auflösung, ein Abschluss. Ein Abschluss, hier möchte ein Wunsch erfüllt werden. Wie gesagt, hier bricht der Turm zusammen. Geheimnisse können ans Licht kommen jetzt in dieser Zeit. Die Manifestation. Ich höre gerade den Glaubenssatz. Da geht es um ja, diese Unabhängigkeit, diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit, die man meint, mit dem Partner zu haben. Also Glaubenssatz speziell, es alleine nicht zu schaffen finanziell, ja. Kann sein, dass dieser Glaubenssatz bei Menschen aktiv ist, die schon sehr, sehr lange in einer Ehe stecken. Wie gesagt, Karma-Auflösung. Ein Wunsch möchte sich erfüllen.
an den Glaubenssätzen darf hier gearbeitet werden. Ja, die Sonne in der Liebe, das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, bei einigen kann sich der Wunschpartner auch melden. Wir haben hier die Sonne in der Liebe, also mit der Liebe zusammen. Wo ich vorhin sagte, es kann sein, dass ihr eine Nachricht bekommt, auf die ihr schon ganz, ganz lange sehnsüchtig gewartet habt. Die Nachricht hat sich wirklich Zeit gelassen oder auch dieser Mensch. Das ist mir jetzt total ins Auge gestochen. Die Feder mit der Tinte, ja. Also definitiv eine Nachricht. Es geht um deine Wunscherfüllung. Wir haben hier die Sonne in der Liebe. Es kann sein, dass es sich auch um Dualseelen oder Seelenpartner handelt, je nachdem. Wie gesagt, da kommt auf jeden Fall eine positive Nachricht auf dich zu. Geheimnisse können ans Licht kommen. Das kann natürlich diesen Partner betreffen oder auch nicht. Kann auch was Allgemeines sein. Bei einigen spüre ich hier auch eine berufliche Veränderung. Ja, alter Schmerz, wie gesagt, hier vorhin vergangenheitsgesteuert. Selbstwert, hier darf am Selbstwert gearbeitet werden. Und sich die Frage gestellt werden, was bin ich mir wert? Das höre ich gerade, was bin ich mir wert? Wir haben hier den Wagen und die Kraft. Die Person, die sich hier bei dir melden wird, gibt dir ganz viel Kraft, diese Zeit durchzustehen, nach vorne zu gehen, positiv zu denken. Wir haben hier die Sonne, ja. Positiv zu denken. Ich höre gerade sehr viel Verständnis. Diese Person gibt dir sehr viel Verständnis. Es ist eine ruhige Person. Also eine Person, die sich in ihrer Mitte befindet, ihrer seiner Mitte, je nachdem, ob du jetzt als Mann oder Frau zusiehst. Ja, hier wird definitiv transformiert. Hier wird sich aus alten Strukturen befreit. Alte Glaubenssätze werden hier aufgelöst. Es fühlt sich für mich an, als beginnt hier etwas, das du dir schon so lange ersehnt hast. Das beginnt jetzt mit dieser Transformation. Du wirst aus diesen Herausforderungen wachsen. Du wirst ganz neue, positive Erfahrungen machen. Du wirst dich für ein neues Abenteuer entscheiden. Habe ich hier definitiv. Für manche, wie gesagt, kann es auch eine berufliche Angelegenheit sein. Wir haben hier im unteren Kartendeck die Nullerkarte, der Narr, der Neuanfang. Ich finde die Karte übrigens wunderschön. Der Narr. Hier zeigt sich, wie gesagt, etwas Neues. Der Beginn von etwas, das du dir sehr, sehr lange ersehnt hast, lieber Krebs. Ja, wie gesagt, gedankliche Veränderungen, Glaubenssätze hier bezüglich dem Finanziellen, es alleine finanziell nicht zu schaffen oder allgemein es alleine nicht zu schaffen. Die Glaubenssätze wollen hier verändert werden, die werden sich auch verändern. Es kann auch sein, dass hier der Neumond im Schützen, der hier demnächst stattfindet, diesen Prozess
anschubst, noch mehr in Gang bringt. Manche von euch haben sich eventuell auch schon etwas damit auseinandergesetzt, höre ich gerade. Wir haben drei der Erde, du wirst hier definitiv, du baust dir hier dein neues Leben auf. Du baust dir hier dein Leben nach deinen Sehnsüchten, Wünschen und Träumen auf. Du beginnst schon langsam der Sehnsucht in dir Raum zu geben. Wunderschöne Karten. Krebs, Dezember 2022, bitte. Ein Geschenk. Du bekommst hier ein Geschenk. Ich sehe, dass du erkennen wirst, dass dieser ganze Prozess hier, diese schönen Erfahrungen, die du jetzt hier in naher Zukunft machen wirst, durch diesen Prozess, durch diese Gedankenveränderung, eventuell auch das Berufliche, dass sich da was tut. Du wirst das als ein Geschenk ansehen. Ja, wir haben hier das Liebesglück. Sehr schön. Liebesglück. Es war ein langer Weg, also wie gesagt, es kann sich hier wirklich auch für einige um Seelenpartner bzw. auch Dualseelen handeln. Es war ein langer, steiniger Weg bis hierhin. Wir haben hier die Schmetterlinge, die stehen auch für Transformation hier, die gehen ins Licht, Richtung Licht, ja. Es war ein langer, steiniger Weg. Die Themen, die ich hier genannt habe, das sind im Moment deine Themen. Einige meinen hier immer, wenn sie noch Themen haben, ist es nicht möglich, dass man mit dem Wunschpartner zusammen ist. Das stimmt nicht. Jeder Prozess ist anders. Für diejenigen, die hier als im Dualseelenprozess sich befinden und hier zuschauen, wie gesagt, das stimmt nicht. Ihr könnt auch schon vorher zusammen sein und miteinander transformieren oder es transformiert jeder für sich, je nachdem. Ferne Horizonte habe ich hier. Eine Sache wird rund, eine Sache wird hier abgeschlossen, wie ich schon vorhin sagte. Eine Reise wartet auf dich. Du als Hauptperson kann natürlich männlich oder weiblich sein. Eine Reise wartet hier auf dich. Eine wunderschöne Reise, zumindest fühlt es sich für mich so an, wenn ich dir hier die Karten lege. Da es hier auch was mit der Liebe zu tun hat, möchte ich hier noch, Moment, noch die anderen Karten, eine Botschaft für dich ziehen aus den Engelskarten. Schaut mal, du verdienst es, geliebt zu werden, du bist liebenswert. Was habe ich vorhin gesagt, ja? Ich höre diesen Satz, was bist du dir wert? Was verdienst du, ja? Was bist du dir wert? Krebs im Dezember 2022, bitte. Ja, meine Lieben, diese großen Karten hört man einfach in den Videos mehr. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Lass dir von deinen Freunden helfen, kann aber auch die Familie sein. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Ja, hier geht es auch ums Annehmen, ums Empfangen. Empfange Hilfe von Familie oder von Freunden. In deiner Situation, vielleicht auch wenn es hier um deine Glaubenssätze geht, um die Arbeit. Wir haben hier die Selbstliebe.
Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Eine ziehe ich noch. Gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Ich sehe das hier in dem Fall einfach so, dass es hier darum geht, dass du an dir selbst arbeitest, dass du deine Glaubenssätze auflösen darfst, dass du noch mehr in den Selbstwert finden darfst, in die Selbstliebe, dass du dich selbst respektierst natürlich auch, auf dich selbst schaust, was tut dir gut, was tut dir nicht so gut. Und wir haben hier im unteren Kartendeck die Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Muss jetzt nicht Vergangenheit sein, aber wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, hier kommt eine Nachricht, auf die du sehr, sehr lange schon gewartet hast, sehnsüchtig. Ja, die kommt jetzt. Freu dich drauf. Ja, lieber Krebs, ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Ich danke dir.